Herr Dobrindt, wie erleben Sie diese Tage als Politiker? Wir stellen natürlich fest, dass sich vieles verändert. Die Menschen kommen nicht mehr zusammen. Viele ziehen sich auch bewusst zurück. Andere müssen sich auch zurückziehen. Es gibt klare Regeln, die neu sind, in unserer Gesellschaft auch neu sind. Das heißt, vieles, was wir bisher gewohnt sind, dass wir immer enger zusammenkommen, dass wir in Arbeit, Beruf, Freizeit miteinander kommunizieren, all das ist heute nicht mehr so leicht möglich, wie das ja über viele Jahrzehnte so gewohnt war. Erleben Sie persönliche Einschränkungen? Man erlebt jetzt keine persönlichen Einschränkungen, wenn man in der Politik im Betrieb ist und dafür sorgt, dass ja auch hier wie diesen Tag die Gesetze entsprechend beschlossen werden können. Aber logischerweise nimmt man sich auch selber zurück. Termine sind ja auch sehr, sehr viele abgesagt worden. Also das ist etwas, was man schon auch spürt, dass die Kommunikation jetzt einfach umgestellt ist auf Telefonieren, digital, aber weniger die persönliche Begegnung. Auch die Abstimmungen laufen ja ganz anders. Es hat beispielsweise gestern keine Sitzung der Unionsfraktion gegeben und das, obwohl hier ein dreistelliger Milliardenbetrag als Nachtragshaushalt heute verabschiedet werden soll. Wenn ich mich zurückerinnere an vor gut 10 Jahren, wie viele Diskussionen es da auch in Ihrer Fraktion gegeben hat um die Hilfsgelder, die für Griechenland oder insgesamt für die Eurozone bereitgestellt werden sollten. Irritiert mich das fast ein bisschen, dass da nicht so offen und so intensiv diskutiert wird. Wie nehmen Sie das wahr? Fehlt was? Es wird sehr intensiv diskutiert, sehr offen diskutiert. Wir haben in einer Vielzahl von Telefonschalten in den vergangenen Tagen diese Einzelthemen abgearbeitet, mit allen fachlich verantwortlichen Kollegen diskutiert. Auch wir in der CSU-Landesgruppe hatten gestern nicht unsere klassische Landesgruppensitzung, sondern auch das war eine Telefonschalte. Ja, das erfordert Disziplin, mehr Disziplin. Zwischenrufen in einer Telefonschalte, das funktioniert nicht, sondern da geht es klar nach Wortmeldelisten. Jeder muss dann da konzentriert mit seinen Forderungen reingehen. Aber wir haben diese Themen, die in der Tat ein sehr, sehr wuchtiges Paket sind, da haben Sie recht, intensiv parlamentarisch vorberaten, um es heute dann auch zu entscheiden. Es ist in der Tat das größte Solidaritätspaket seit der deutschen Wiedervereinigung, was heute mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.400 Milliarden Euro verabschiedet wird. Haben Sie den Eindruck, dass es wirklich sorgfältig beraten werden kann unter diesen Bedingungen? Ja, es kann sorgfältig beraten werden und das wird es auch. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Tagen, mehr oder weniger Tag und Nacht, immer wieder in unterschiedlichen Runden darüber gesessen und beraten. Da werden viele neue Forderungen reingebracht, Veränderungen reingebracht. Da wird auch das eine oder andere, was man nicht für richtig hält, dann wieder rausoperiert aus solchen Gesetzespaketen. Das ist der normale Vorgang. Es ist unter hoher Dynamik, aber ehrlicherweise das, was wir feststellen draußen, was die Krise an Dynamik hat, das muss sich auch dann in der Gesetzgebung und in der Politik widerspiegeln können. Ich frage das natürlich vor allem deshalb, weil normalerweise solche Verfahren sehr viel länger dauern. Die erste Lesung wird intensiv hier im Plenum erörtert, dann geht es in die Ausschüsse. Manchmal wird das über mehrere Ausschusssitzungen dann diskutiert. Es gibt Anhörungen in der Regel zu gerade wichtigen Gesetzesvorhaben. Dann erst zweite, dritte Lesung hier im Plenum. Also, und dann gibt es jede Menge Kommunikation noch dazwischen. Hier haben wir mal gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Papiere vorliegen für die Abgeordneten seit dem vergangenen Wochenende. Und heute ist Mittwoch und nun soll es schon verabschiedet werden. Deswegen frage ich, wie kann man bei solchen Volumina, um die es hier geht, dann tatsächlich noch das Ganze so behandeln, dass man hinterher mit einem reinen Gewissen rausgeht aus der Abstimmung? Sie haben natürlich vollkommen recht. Das, was jetzt in wenigen Tagen passiert ist, bis zum heutigen Tag mit den drei Lesungen im Deutschen Bundestag, braucht normalerweise viele, viele Wochen an Beratungen. Aber das ist die Aufgabe. Wir stellen fest, dass wir diese Wochen an Beratungen nicht haben. Wir müssen handlungsfähig sein. Wir müssen diese Entscheidungen treffen. Die finanziellen Auswirkungen für die Wirtschaft durch Corona sind enorm. Die Auswirkungen für unsere Gesellschaft sind enorm. Deswegen brauchen wir jetzt diese drei großen Schutzpakete für die Wirtschaft, für die privaten Menschen, auch in ihrer Arbeitssituation und natürlich für das Gesundheitswesen. Dringlichkeit bestreitet keiner. Sehen Sie Risiken dabei bei diesem Verfahren?
Trotz alledem, trotz aller Sorgfalt, wie Sie sagen, die Sie an den Tag legen und die ich Ihnen natürlich auch unterstelle. Aber trotzdem, es ist halt ja trotzdem viel. Selbstverständlich, da ist nichts frei von Risiken. Wir wissen, dass wir auch manche Sachen vielleicht korrigieren werden müssen. Das ist aber ohnehin heute mit den Entscheidungen kein Schlussstrich. Ganz im Gegenteil, das ist ein Signal, dass wir solidarisch zusammenstehen, dass wir gemeinsam Hilfsmaßnahmen, Schutzschirme entscheiden können. Aber möglicherweise werden wir in einiger Zeit auch wieder auf eine veränderte Situation reagieren müssen, die Maßnahmen anpassen oder andere entscheiden müssen.